In diesem Video werden wir versuchen, ein Bildchen auf unseren Wohndrucker zu bringen. Und zwar, für Ihren Wohndrucker, den Sie installiert haben, gibt es eine sogenannte Logo-Software, die Sie beim Hersteller Ihres Wohndruckers bitte nachfragen. In den meisten Fällen ist es so, dass Sie dann ein dazugehöriges PDF erhalten. In diesem PDF steht drin, wie das Bildchen sein muss, was Sie beachten müssen. Und ich folge jetzt einfach mal dieser Anleitung, die ich jetzt vor mir habe. Das heißt, ich habe das Logo-Programm an dieser Stelle gestartet. Ich möchte darauf hinweisen, dass es je nach Druckermodell ja komplett anders sein kann. Es kann komplett anders aussehen. Ich bitte um Verständnis, da wir nicht für jeden Drucker der Welt, für jedes Modell, das es auf der Welt gibt, hier Ihnen das in diesem Video zeigen können. Wir zeigen Ihnen symbolisch, wie es geht. Wenn Sie eine Datei öffnen, also wenn Sie ein Bildchen hochladen, müssen Sie die Maße in Ihrem PDF bitte berücksichtigen. Denn das PDF oder in dem PDF, in der Hilfedatei ist beschrieben, wie groß das Bild sein darf, welche Auflösung das es haben muss und so weiter und so fort. So, wir wählen nun unser Bildchen aus. So, ich habe jetzt hier das Bildchen ausgewählt. Hier kann man natürlich irgendwie noch Veränderungen, glaube ich, vornehmen. Also da müssen Sie sich halt mit Ihrem Logo-Programm mal auseinandersetzen. Ich habe jetzt hier einfach mal ein ganz, ganz simples Bitmap reingeladen und sage, okay, das sollen wir jetzt mal jetzt auf dem Drucker speichern. Jetzt arbeitet er ein kleines bisschen. Sie müssen an dieser Stelle links unten, also in diesem Logo-Programm wohlgemerkt, müssen Sie ihm sagen, wie die Einstellungen auf Ihren Port sind. Okay, so, jetzt hat er es runtergeladen. Jetzt kann ich mir das Ganze natürlich hier einfach rausgehen. Muss ich es vorher speichern? Weiß ich jetzt nicht auswendig. Ist ja egal, ich gehe jetzt einfach mal jetzt in die Software hinein. Und zwar, wo haben wir es? Hier. Hier habe ich jetzt Wavi Profi. Da gehe ich in den Systemeinstellungen. Da sage ich ihm in der Karteikarte Verkauf. Er hat einen Bohndrucker. In der Karteikarte Hardware sage ich Bohndrucker. Das sind meine Schrifteinstellungen. Bei den Einstellungen könnte ich jetzt hier Veränderungen vornehmen. Das heißt, hier könnte ich, was jetzt das Logo betrifft, verschiedene Sequenzen herausgeben, mir selber eingeben, weil es durchaus sein kann, dass Ihre spezielle Escape-Sequenz für Ihren Drucker nicht zwangsläufig Standard ist. Und wenn das vom Standard abweicht, haben wir hier schon mal 5 verschiedene Escape-Sequenzen, die Sie ausprobieren können. Wenn keine davon richtig funktioniert, dann müssen Sie einfach mal beim Hersteller nachfragen. Sagen, hey Hersteller von Ihrem Wohndrucker, welche Escape-Sequenz brauche ich, damit mein Bildchen zum Beispiel oben in der Mitte gedruckt wird. Okay, ich lasse es hier einfach mal auf Standard stehen. Ich habe es jetzt auf dem Wohndrucker geladen und ich sage jetzt mal Test. So, vielleicht haben Sie es gehört. Der Test hat jetzt funktioniert, er hat jetzt irgendwas ausgedruckt. Ich nehme mal den Kassenzettel und lege den nun auf unseren Scanner und scanne das ganze Ding jetzt einfach mal ein, damit Sie sehen, was passiert. So, jetzt habe ich hier mal im Windows Scan und Fax geöffnet und ich sage jetzt mal, was haben wir hier? Neuer Scan, genau. Jetzt schauen wir mal, was passiert. So, und ich sage jetzt einfach mal Scans ein, Flachbett, das ist richtig. So, der Scan läuft. Und jetzt haben wir auch hier was drin. Okay, wie kriege ich das jetzt größer? So, ich habe jetzt mal das einfach hier oben auf das Bildchen geklickt und habe gerade Rechtsklick Ansicht. So, und jetzt habe ich hier eine Ansicht vor mir und das ist so ein Viewer. Und wir sehen jetzt auch hier, dass wir, steht jetzt zwar auf dem Kopf, aber ist egal. So, jetzt habe ich das Bild gedreht, aber Sie sehen jetzt hier den Kassenboden. Hier Testfirma, Testzusatz und so weiter. Und hier oben sehen wir auch jetzt dieses Logo. Also das heißt, der Ausdruck des Logos hat wunderbar funktioniert. An dieser Stelle nochmals, sollte das bei Ihnen nicht funktionieren, müssen Sie hier bei den Einstellungen einfach mal schauen, was brauchen Sie denn für eine Escape-Sequenz, damit es bei Ihnen funktioniert. An dieser Stelle, wir haben 5 verschiedene Escape-Sequenzen schon mal vorgeschlagen und Sie müssen halt einfach sagen, okay, was funktioniert denn bei Ihnen? Sollte nichts den gewünschten Effekt bringen und Sie können sich ja durch das Escape-Sequenzen-Handbuch Ihres Druckers durchwühlen, also das heißt, da können Sie sich einfach mal durchlesen, und sollten Sie da auch immer noch nicht zu einem Ergebnis kommen, sollten Sie bei Ihrem Druckerhersteller einfach mal eine Anfrage stellen, sagen, hey, lieber Druckerhersteller, ich brauche die Escape-Sequenz,
damit ich mein Image drucken kann, das auf dem Bohndrucker gespeichert ist, und zwar oben, zum Beispiel in der Mitte. Welche Escape-Sequenz benötige ich dafür? Dann gibt Ihnen Ihr Hersteller Ihres Druckers wahrscheinlich schon die richtige Information, die Sie dann hier in Wabi Profi 3 eintragen können oder uns diese Information mitteilen können, und wir helfen Ihnen beim Eintragen. Aber wir können leider nicht für jeden Drucker der Welt, von jedem Hersteller, den es gibt, die Escape-Sequenzen schon zur Verfügung stellen.